Ich habe mich komplett verirrt hier mitten in der Wüste. Das heißt, ich habe uns erstmal wieder so ein kleines Behelfsbett aufgestellt, zum Speichern auch. Bin dabei, uns ein bisschen Kamel und Frosch zu braten, dass wir wieder ein bisschen zu Kräften kommen. Hallo und willkommen zurück zu unserem Wüstencamping-Ausflug hier in Star Sand. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Kamel... Das hat einen wunderschönen Schatten, aber wir fehlen da irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir werfen keinen Schatten. Ich bin ein Geist. Was ist das? Ein Knochen. Wir sind wieder im Westen der Wüste unterwegs. Das heißt, wir sind ja letzte Folge hier einmal von unserer Oase, von der hier, runtergelaufen zu... Weil wir sind irgendwie hier so durch, ne? Und sind dann bei dieser Oase gelandet. Das ist eine neue, die wir noch nicht kannten. Dann hier runter, da haben wir geschlafen... Und Moment. Nee, das war die mit dem Wassertümpel, mit den Felsen. Genau, hier waren die vielen Hyänen. Das war diese kleine Felsentümpel. Und hier oben war das Krokodil, da haben wir geschlafen. Und dann bin ich nochmal hier runter. Aber ich habe das tatsächlich alles hier schon untersucht. Die ganze Ecke ist ziemlich leer. Nur hier irgendwo müsste diese Ruine sein, die hier direkt vor uns ist. Und jetzt habe ich so viel geredet, dass es schon wieder dunkel ist. Das ist natürlich unpraktisch. Wir hätten auch nachts uns ganz gut unterhalten können, ne? Aber tagsüber ist es schöner, diese Ruine zu untersuchen. Die sieht schon wieder sehr ähnlich aus wie die andere, die wir auch schon gefunden haben. Da ist noch so ein Skelett. Jetzt schauen wir mal, was es hier so an Blueprints und so gibt. Wir halten natürlich auch Ausschau nach Skorpionen. Das ist auch immer so eine Sache. Carlos, musst du was essen? Muss auch mal gucken. Da habe ich immer riesen Schiss, dass Carlos wieder Hunger kriegt. Das ist unglaublich schwierig, das... immer mitzukriegen, wenn er Hunger hat. Da muss man immer genau drauf achten, wenn die Meldung kommt. Kommt so ein kleiner Text, Carlos hat Hunger und dann hat man nicht mehr viel Zeit, ihn zu füttern. Sonst hat er keine Lust mehr. So, wir jagen jetzt Skorpione mit Pfeilen. Wow, nein, hier gibt's wieder Würmer. Das sind die Ruinen. Die wohnen in den Ruinen, die Würmer. Oh, das war daneben. Das war auch daneben. Ich steck fest. Ah, hier in den Ruinen findet er sich genauso schlecht zurecht wie ich. Das ist ja praktisch. Ich glaube, ich muss immer dann schießen, wenn er versucht, mich zu beißen. Das unterbricht ihn, glaube ich. So, haben wir direkt wieder so einen Hundertfüßler zerlegt. Gib den Pfeil her. Ich glaube, ich habe alle, oder? Den nehmen wir noch mit. Hier liegt irgendwo noch einer. Also in den Ruinen gibt es öfter mal so Hundertfüßler. Das wissen wir jetzt inzwischen. Das war ja nicht der erste. Carlos chillt. Der macht sich ja, der steht gerade wieder auf. Der macht sich schon bettfertig, wollte ich sagen. Nee. Der andere Pfeil ist verschollen. Das ist so ein Brunnen, ne? Den haben wir aber schon erforscht. Das heißt, den können wir nicht mehr... Den Blueprint können wir nicht mehr mitnehmen. Da geht's rein, okay. Ich versuche mal so ein Bild zu machen von dem Ding hier, bevor wir da reingehen. Skorpion. Und wir räumen so ein bisschen die Skorpione weg. Die sind nämlich gefährlich. Okay. Ja, und dann untersuchen wir diese Ruine und schauen dann später, glaube ich, wieder zurück nach Hause. Machen uns zumindest mal auf den Weg. Mal sehen, was wir auf dem Weg noch alles finden. Wir haben nämlich jetzt echt schon volle Taschen. Wir haben gutes Zeug gefunden. Und das müssen wir jetzt alles sicher nach Hause bringen. Da ist schon wieder ein Skorpion. Da, und der rennt direkt auf mich zu. Seht ihr das? Der ist sogar gesprintet. Der wollte mich. Das ist das, was ich meine. Die sind nämlich manchmal ziemlich aggressiv, die Skorpione. Den haben wir schon zerlegt. Da ist ein Pfeil, okay. Da ist noch einer. Was ist denn heute los? Der kriegt den Speer ab. Zermatscht haben wir den. Gut. Da ist so ein Knochen. Das ist ein Lehmziegel. Den können wir mal mitnehmen. Braucht halt einen extra Slot, ne? Das ist unpraktisch. Aber gute Ressourcen. Die haben die Türen so ein bisschen niedrig gebaut damals. Vielleicht ist es auch der Sand hier drin. Ressourcen? Der Deckel rutscht dann immer so zur Seite weg. Lehmziegel? Okay. Wir können halt nicht mehr viel mitnehmen. Ich bin ziemlich voll beladen. Wahrscheinlich müssen wir... Oh, die Musik geht drin. So ein paar Sachen hier in der Truhe lassen. Das war so eine Feuerschale, ne? Oh, ist schon echt cool.
Man kann aber, glaube ich, in den Ruinen nicht bauen. Also hier könnten wir uns nicht niederlassen direkt. Oh, jetzt gibt es wieder eine Story. Okay, da erfahren wir wieder was über diese alte Zivilisation. Gebräu. Okay, die Schale haben wir ja schon eine, ne? Jetzt könnten wir uns so ein Gebräu herstellen. Was auch immer das ist. Gebräu. Der hat aber einen großen Kopf, ne? Irgendwen hat's da erledigt. Wir gucken uns mal vorher die Ruine an und holen uns dann diesen... Da ist noch so ein Kopf. Und holen uns dann den kleinen Einblick in die vergessene Kultur hier. Dieser Wüstenbewohner, die gegen die Würmer verloren haben. Sind wir jetzt? Okay. Ich glaube, das war dann schon alles, ne? Da haben wir alles schon untersucht. Da ist zu, aber da waren wir schon drin, oder? Da komme ich nicht durch. Den Raum kennen wir. Den Hauptraum kennen wir. Und das war das, wo wir nicht durchkommen, ne? Und den Raum kennen wir auch schon. Das heißt, mehr gibt es jetzt nicht mehr zu sehen. Dann gucken wir uns jetzt mal an, was die uns zu erzählen haben. Die Ureinwohner der Wüste. Artefakt aufgenommen. Gar nichts. Oh, doch, doch. Riding the stars, they came. From the sky, they walked the sand. To harvest life among the dunes. Gods made human. We greeted them with no fear. For no evil walks on two legs. They bestowed their divine knowledge upon us, and our faith was restored. We planted the barren Abaj, because so was their wish. With the secret of fire, we rose. We built our legacy, the green gods watching over us from beyond the sun. We thrive. Okay, das Ganze wird jetzt so ein bisschen, klärt sich so ein bisschen auf. Diese Geräusche. Okay, also scheinbar sind wir wirklich auf einem komplett fremden Planeten und wir Menschen sind hier wohl irgendwann mal angekommen und haben den Ureinwohnern hier dann auch coole Tipps gegeben, wie zum Beispiel, wie man Feuer macht und wie man Metall verarbeitet und so weiter und sind dann wieder abgezogen, oder wie? Und dann kamen aber irgendwann diese Hundertfüßler. Und die Hundertfüßler haben ja diese Zivilisation quasi aufgefressen, ne? Die haben aber damals dann auch Pyramiden gebaut, das haben wir gesehen. Ist das eine Karte? Moment mal. Das ist doch eine Karte. Leute! Haben wir schon mehr so Karten gesehen und ich habe das nicht gerallt? Das ist doch die Hälfte der Map quasi. Das ist die Ruine. Das ist mehr als die Hälfte. Also hier unten wäre die Map dann schon zu Ende, ne? Das ist die Ruine, die wir, also die Pyramide, die wir kennen. Die Oase kennen wir auch schon. Das ist die, das sind diese Ruinen, in denen wir jetzt aktuell stehen. Das ist die Krokodil-Oase, oder? Das sieht aus wie ein Fluss, so ein richtiger See oder so. Da gibt es wieder Ruinen. Da oben ist so ein Tempelberg oder sowas. Und da ist eine Oase, ne? Und hier geht ein Fluss runter, den kennen wir aber nicht, komischerweise. Aber der ist auch ziemlich weit oben im Norden. Wir waren ja nur bis hier, ne? Ich glaube, bis dahin sind wir gekommen, dann sind wir hier irgendwie wieder runter. So. Mega spannend. Da oben ist irgend so eine Burg oder sowas. Und was ist das? Ist das eine Stadt? Das sieht echt aus wie eine Stadt. Also unser Zuhause ist ja irgendwo... Was ist das denn eigentlich? Ich weiß nicht, ob es eine Karte ist, ne? Ich vermute, dass das die Map hier ist, aber... Das sieht aus wie... Eine kleine Stadt, aber da waren wir schon überall, da gab es nichts. Oder? Ja, wir sind doch hier hochgelaufen. Und dann hier wieder zurück. Also da waren wir auf jeden Fall schon, da gab es nichts. Vielleicht ist das auch eine falsche Map.
die ist halt nicht mehr ganz aktuell, ne? Kann sich theoretisch schon so ein bisschen was geändert haben seit damals, aber ganz interessant, die müssen wir uns so ein bisschen einprägen. Also in der Mitte, oberhalb, nördlich, nordwestlich von der Pyramide ist wohl eine Stadt und da ist dann tatsächlich so ein See, wenn das alles so stimmt. Vielleicht gab es damals auch einen See, damals war es vielleicht so ein bisschen grüner hier, wer weiß. Keine Ahnung. Und so eine Stadt kann ja auch ganz schnell mal unterm Sand verschwinden, ne? Und so alleine werden wir die auch nicht wieder ausgraben. Na gut, das war schon mal spannend. Wir haben jetzt nur dieses Gebräu gefunden. Das ist jetzt nicht so super viel. Aber okay, besser als nichts wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf die Socken. Es ist halt schon wieder super kalt. Was machen wir denn am klügsten? Wir könnten zurück zu der Oase gehen, nochmal eine Nacht schlafen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, weil mir ist super kalt. Die müsste ungefähr grob in der Richtung sein. Was ist denn das da? Ist das schon wieder eine Oase oder was? Oder ist das unsere Oase? Da ist doch schon wieder... Es ist kalt. Da ist schon wieder eine Oase. Hier gibt es aber echt viel zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir es heute nach Hause schaffen. Mal gucken, was wir heute schaffen. Wir lassen uns überraschen. Wow, Moment. Irgendwas war hier. Ist das eine Malerei? Nee. Da war nichts. Sieht aus, als hätte da irgendwer mal was gemalt. Aber ich glaube, das ist Einbildung. Nicht zu viel in so einen Stein rein interpretieren. Hier gibt's Kamele. Das ist schon wieder eine Oase. Die kennen wir noch nicht. Ganz viele so Antilopen. Okay. Wir gehen trotzdem weiter und schlafen in der anderen, weil die ist ja nur ein paar Meter entfernt, oder? Wir setzen hier mal wieder so einen Marker. Und die müssen wir dann noch untersuchen, aber das machen wir, glaube ich, tagsüber. Das ist halt cooler tagsüber. Da sieht man was. Oh, und ich habe überhaupt keinen Platz mehr. Wir müssen auch wieder eine Kiste hier hinstellen. Ich habe Durst. Oh je. So, erstmal voll trinken. Das ist hier alles nicht so einfach, ne? Dann essen wir das Fleisch, dann haben wir so ein bisschen mehr Platz. Dann können wir später noch die Mangos aufessen. Konsumieren. Mir ist super kalt. Wir sind jetzt hier. Da setze ich jetzt mal noch keine Oase. Ja doch, wir setzen uns direkt eine. Können wir uns ja merken. Da oben ist die Schlafstätte, da laufen wir jetzt hin, weil es geht, glaube ich, fast schneller, als hier eine neue, ein neues Bett zu bauen und so. Und aufsteigen. Dann schlafen wir uns da gemütlich aus. Und dann kommen wir zurück, untersuchen diese coole Oase. Oh, die Hyäne, die will mich. Und machen es uns langsam auf den Weg zurück Richtung Osten, da wo wir hergekommen sind. Jetzt wird es schon wieder wärmer, oder? Das ist doch auch nicht unsere Oase, die kennen wir auch noch nicht. Ich irre hier komplett durch die Gegend. Wir müssen weiter hier rüber. Wir sind zu weit im Osten, glaube ich. Oh oh. Kurze Pause für Carlos. Wo sind wir? Sind wir irgendwo hier hochgelaufen? Müssen jetzt nochmal hier rüber? Eigentlich müsste hier irgendwo unsere Oase sein. Die Krokodiloase. Mit dem Bett. Es ist super kalt. Jetzt ist tatsächlich schon Mitternacht. Vielleicht hätten wir uns die Runde auch sparen können. Es wird ja bald wieder wärmer. Da ist ein Felsen. Was ist das da vorne? Das könnte sie sein. Das könnte unsere Oase sein. Da ist aber auch irgendwas, ne? Da ist ein Käfer. Für den haben wir noch Zeit, oder? Seht ihr ihn noch? Da ist er. Was ist das? So ein Skarabäuskäfer, oder? Yeah! Das ist... Okay, so ein Chiron, den haben wir schon. Jetzt haben wir zum ersten Mal den gleichen nochmal gefunden. So, wo wollten wir hin? Ich sehe nur Sand. Da ist was. Das sieht aus wie unsere Oase. Und das... Was ist denn eigentlich los hier? Das ist doch auch eine Ruine, die wir nicht kennen, oder? Oder ist es die und wir sind da hochgelaufen? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wir schlafen jetzt eine Runde. Ich brauche eine kurze Pause. Was ist das? Moment.
Und dann schauen wir, dass wir uns hier so ein bisschen zurechtfinden in der Ecke der Map. Wir sind hier halt noch ganz kurz unterwegs. Erst Käfer. Das ist ein Klemm-Ohm-Käfer. Okay. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da unten müsste unser Bett stehen. Sind wir hier richtig? Sonst bin ich echt komplett verwirrt. Ist das? Das ist doch die... Okay, wir stellen uns hier, glaube ich, einfach ein Bett auf. Da steht der Marker. Das ist doch die, wo wir eben waren. Ich bin im Kreis gelaufen. Das ist so schwer, sich hier zurechtzufinden. Aber eigentlich sollten wir die andere Oase auch sehen. Sobald wir irgendwie so ein bisschen auf so eine Düne hochgehen, müssten wir die theoretisch schon sehen. Der Marker zeigt in die andere Richtung. Der zeigt aber grob dahin, wo eigentlich die andere Oase ist, ne? Ich verstehe es nicht. Wenn wir in diese Richtung laufen, müssten wir eigentlich diese Oase finden. Aber da war ja... Da sind wir doch hingelaufen oder sind wir rechts hochgelaufen? Da ist auch so eine Ruine. Ich drehe mich komplett im Kreis und ich habe keine Vorstellung davon, wo wir sind. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an den Markern. Ich habe mich komplett verlaufen, mitten in der Wüste. Wir gucken jetzt mal hier über die Düne. Wenn ich dann die Oase nicht sehe, dann geben wir es auf. Dann versuchen wir es tagsüber nochmal. Nee, hier ist gar nichts. Ich verstehe es nicht. Ein Königreich für einen Kompass. So, guten Morgen erstmal. Ich glaube, es ist eher schon Mittag. Ihr seht hier schon wieder Kamele liegen. Ich habe mich komplett verirrt hier mitten in der Wüste. Das heißt, ich habe uns erstmal wieder so ein kleines Behelfsbett aufgestellt zum Speichern auch. Bin dabei, uns ein bisschen Kamel und Frosch zu braten, dass wir wieder ein bisschen zu Kräften kommen. Schön getrunken habe ich auch schon. Ich habe hier alles mal abgesucht. Ich habe so eine Frucht gefunden. Hier steht unsere neue Storage. Hier gibt es so Wüstenfrüchte. Hier gibt es auch ganz viele so Skorpione. Wir haben 7 Skorpione zerlegt, glaube ich. Ein bisschen Tonerz habe ich gefunden. Der Ananas, die können wir mal mitessen, oder? Bam, die war gut. Okay. Eine Ananas, das ist von den Kamelen, ne? Kamelfett und so. Also gar nicht so schlecht. Ich habe auch schon wieder Marker gebaut, dass wir uns dann hier in der Gegend so ein paar Wegpunkte setzen können. Ich habe aber noch nicht auf diese Insel geguckt, in der Mitte hier. Und da gibt es auch irgendwie so einen Steinpfeiler hier. Der kann aber, glaube ich, nichts. Also das Wasser ist super flach hier. Hier gibt es, glaube ich, nichts zu sehen. Wir gucken jetzt mal auf diese Insel. Da ist schon wieder so eine Kaktusfrucht. So eine Wüstenfrucht, ne? Und... Oh, hier gibt's Lehm, ne? Nehmen wir auch mit. Es ist halt ziemlich warm schon wieder. Um die Mittagszeit hier. Das nehmen wir mal alles mit. Da ist noch so ein Stein. Hier liegt auch sehr viel Stein überall rum. Sehr viele Äste und so. Also ziemlich schöne Insel. Es gibt halt keinen... Also eine ziemlich schöne Oase mit Insel. Da kommt eine Hyäne. Okay. Es gibt halt nicht viel zu essen außer Kokosnüssen und den Tieren. Es gibt genug Tiere, ne? Also das ist eigentlich kein Thema. Aber wenige Früchte. Es gab nur die eine Ananas. Kein Metall, dafür ziemlich viel Ton. Ist auch ganz schön hier, ne? Also auf dieser kleinen Insel hier wohnen wäre doch auch ganz nett. Super viele Skorpione, aber ich glaube nicht auf der Insel, sondern nur außenrum. Also das passt auch. Gut. Ja, dann würde ich sagen, brechen wir wieder auf und gucken so ein bisschen. Schauen, dass wir uns hier vielleicht doch wieder zurechtfinden. Wir müssen die gesamte Umgebung hier mal ausscouten. Da gibt es ja scheinbar mega viel zu sehen. Wir haben mehrere Ruinen gesehen. Schon wieder so eine andere kleine Oase, ne? Die kannten wir auch noch nicht. Das ganze Lehmzeug nehmen wir auf jeden Fall mit. Die ganzen Äste lassen wir hier. Okay, dann packen wir noch die Baumstämme wieder ein. Essen noch ein bisschen was. Nehmen vielleicht noch ein Steak mit. Ah, ich brauche nichts mehr essen. Wir nehmen die Steaks mit. Wir nehmen 3 Steaks mit. Den Rest lassen wir erstmal hier. Und dann haben wir wieder so einen Unterschlupf. Den haben wir ja schon eingezeichnet, ne? Glaube ich.
So, nochmal gucken. Das gehört dahin. So, bisschen Ordnung, dass ich das Zeug auch wiederfinde. Die Hyäne kommt halt direkt noch mit auf den Grill, ne? Wenn die eh schon da ist. Er legt. Bam, bam. Das nehmen wir alles noch mit. So. Das wird früher oder später alles noch gegessen. Gut. Das ist schon wieder ein Kamel, ne? Oh, es ist ziemlich warm. Auf Carlos soll es aber dann passen. Gut. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt als nächstes hingucken wollen. Wir sind ja jetzt hier, ne? Wir gucken mal hier hoch. Nee, tu mal die Fackel weg. Die brauchen wir jetzt nicht. So, von hier oben aus sehen wir ja dann wieder mal ein bisschen was. Da gibt es ja die Ruine. Aber ist es nicht die Ruine, von der wir gekommen sind, die wir schon kennen? Geht es nicht Richtung Süden? Das schauen wir jetzt mal, weil dann wissen wir wieder grob, wo wir sind. Aber die habe ich ja auch nicht eingezeichnet. Das war auch ein Fehler, ne? Die hätten wir einzeichnen sollen. Wir müssen wieder gescheit einzeichnen, dass ich mich hier so ein bisschen besser zurechtfinde. Das war nur so eine Steinplatte, die kennen wir schon. Ich glaube, von der sind wir gekommen. Das ist die Ruine, wo wir gestartet sind, ne? Oh je. Wir gucken mal, ob wir da schon alles mitgenommen haben. Das ist kein gutes Gefühl, sich hier mitten in der Wüste zu verlaufen. Das ist nicht ungefährlich. So. Jetzt schauen wir da mal kurz rein. Also sieht alles super bekannt aus. Den Brunnen kennen wir auch. Den Skorpion kennen wir bestimmt auch schon. Ich lasse die mal laufen. Das ist bestimmt ein Fehler, ne? Den Kopf kennen wir. Hier haben wir die Schriftrolle geholt. Genau, die fehlt auch. Und die Kiste ist sicherlich auch leer. Genau, dann waren wir hier nämlich schon. Dann können wir im Prinzip wieder abdampfen. Wir setzen nur noch so einen Marker. Das ist dann irgendwo hier. Wir werden sehen, ne? Wir setzen mal den Marker. So. Okay, das ist direkt hier neben der Oase. Ein Stück westlich. Ah, da müssen wir wieder so ein Ruinen-Dings setzen. So. Und dann hat alles wieder seine Ordnung. Das heißt, wir wissen jetzt ungefähr, wo wir sind. Gut. Carlos, wir brechen wieder auf. Jetzt die Frage, wo wir als nächstes hingehen. Ich glaube, hier oben haben wir diese andere Oase gesehen und auch die andere Ruine, ne? Das heißt, wir sollten eigentlich in die Richtung laufen. Ja, zurück zur Oase und die andere Seite wieder hoch. Machen wir das mal so. Ich glaube, ich sehe auch schon Fata Morganas und keine Ahnung was alles. Sind wir aus der anderen Richtung gekommen? Check's gerade überhaupt nicht mehr. Ja, genau, das ist die kleine Oase, wo wir hergekommen sind. Die hat da hinten noch so einen Ableger, ne? Genau, wir sind da oben rum auf der anderen Seite gegangen. Gelaufen. Da ist auch das Kamel. Ich bin sowas von verwirrt gerade, weil ich mich so übel verlaufen habe hier in der Gegend. Gib mal den Bogen wieder her. Wir schauen nochmal hier hoch. Also hier gibt es nur Sand. Gut. Jetzt versuche ich mal die kleine Oase wiederzufinden und diese andere Ruine, so der Plan. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Man hat hier einfach überhaupt keine Anhaltspunkte, wo man hinläuft. Was ist das? Da ist eine kleine Festung, eine kleine Burg. Das gucken wir uns direkt mal an. Also ich weiß schon wieder überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Aber zumindest ist es hier interessant. Da können wir dann gleich wieder einen Marker setzen und versuchen mal wieder uns zurechtzufinden. Mal schauen. Hier gibt es jetzt scheinbar nichts zu sehen, außer ein Skorpion. Den machen wir mal weg, dass der Carlos nichts tut. So. Ja, dann gucken wir da mal rein, oder? Habt ihr es gehört? Der Weg zum Nest. Was? Wes? Was? Ich will nicht zum Nest. Wir sind... Oh, ich verfehl. Wir sind hier falsch. Ich will gar nicht zum Nest. Gib mir eine Waffe. Der Skorpion hat so... Also der Wurm hat es auch nicht so richtig drauf irgendwie. Der hat mich auch überhaupt nicht erwischt.
Oh, das war ein guter Wurm. Der hatte gute Ressourcen für uns. Der hat aber noch meine Pfeile, ne? Waren das alle? Vielleicht. Ein Speer. Zwei. Okay, die Speere haben wir wieder. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, da ist vielleicht zwei Pfeile sind vielleicht verloren gegangen. Müssen wir wieder neue craften. Aber da sollten wir alle Ressourcen für finden, ne? Gut. Das sind alles nur Büsche. Dann gehen wir jetzt endlich rein. Da stand dran, hier geht's zum Nest. Das macht mich ein bisschen nervös. Ich will nicht zum Nest. The way to the nest. Okay. Da ist wieder so eine Schale, so ein Lehmtopf. Die können wir, glaube ich, selber noch gar nicht herstellen. Tuch? Okay. Ja, ganz, ganz nette Ressourcen. Eine Vase. Oh, ich sehe da eine Schriftrolle. Uralte Schriftrolle. Truhe. Oh, wir können jetzt eine echte Truhe bauen, oder wie? Jetzt habe ich schon überall die anderen gebaut. Vielleicht ist die größer. Müssen wir mal schauen. Was ist das? Nochmal ein bisschen Tuch. Nehmen wir auch mit. Noch ein Tuch. Und noch eine Schriftrolle. Oh, richtig viel. Fruchtsalat, Basis für Eintopf, Basis für Suppe und Lehmtopf. Jetzt können wir den Topf auch herstellen. Aber der kostet Lehm, das heißt, das machen wir besser nicht. Habe ich da ein Krokodilei gesehen? Ich glaube, da war ein Krokodilei-Rezept, oder? Ein paar Pfeile sind gut. Das ist gut. Ein Verband. Wollen wir alles mitnehmen, oder? Dann sind wir halt wieder voll beladen, ne? Das ist halt wieder so ein normaler Ofen, den haben wir ja schon gelernt. Okay. Das war's dann, denke ich, ne? Carlos, hast du Hunger? Lass dich mal sehen. Nicht, dass du Hunger. Ja, du hast schon wieder Hunger. Ich habe kein Futter. Das ist schlecht. Wir sind ziemlich beladen. Kannst du noch irgendwas hier nehmen? Ich glaube nicht. Na gut. Dann gib mal so eine Dattel her. Einmal füttern. Nee. Iss mal so eine Dattel. Und dann nimm die wieder. Dann geht die Sonne schon wieder unter, ne? Crazy. Also man braucht auch immer einen halben Tag, um sich dann irgendwo so ein bisschen einzufinden. Wir setzen den Marker jetzt mal Richtung Eingang, oder? Und dann versuche ich mich da wieder zurechtzufinden. Mehr oder weniger erfolgreich. So. Der Eingang zeigt Richtung der Oase, okay. Also wir sind nicht weit gekommen, so gesehen. Und irgendwo müsste hier dann noch diese andere kleine Oase sein, die wir gefunden haben, ne? Ob wir die wohl wiederfinden? Vermutlich nicht. So, da sind wir wieder bei dieser netten kleinen Ruine. Wir sind jetzt hier. Ich bin von hier oben, von der Ruine, die wir gerade untersucht haben, hier hoch zur Krokodiloase. Hab da die Nacht verbracht, hab einmal geschlafen. Bin dann irgendwie hier rum wieder zurück zu dieser Ruine. Da ist diese andere Oase, die quasi in Sichtweite ist. Und jetzt versuchen wir einfach mal, wir haben ja eine Linie zwischen den beiden Sachen hier. Ja, ich sollte eigentlich auf dieser Linie laufen, ne? Wir sollten eigentlich von hier aus direkt zur Oase und dann immer geradeaus. Weil ich vermute hier irgendwo die andere kleine Oase, die wir nachts kurz gesehen haben. Das heißt, wenn wir jetzt genau hier lang laufen. Genau durch die andere Oase durch, dann müssten wir da ankommen. Aber vom Gefühl her ist diese Region hier rechts von mir. Also ich verstehe das nicht so ganz. Ich habe die Himmelsrichtung halt überhaupt nicht drin. Man hat einfach zu wenige Indizien hier. Und das mit der Sonne und den zwei Monden, das hilft ja auch nicht weiter, ne? Wir versuchen jetzt immer geradeaus zu laufen, so gut wir das halt hinkriegen. Wir müssen halt an der Oase jetzt vorbei. Und dann bleiben wir einfach mal auf dem Kurs und gucken, was uns da erwartet. Und wo wir da landen. Ich verstehe das nämlich alles nicht so gut. Ich verstehe nicht so ganz, wie ich mich hier so krass verlaufen kann. Aber das liegt wohl einfach an diesen riesigen Sanddünen überall. Unendliche Weiten. Hier geht's ja mitten ins offene Nichts. Aber das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass wir tatsächlich hier unterwegs sind. Weil Richtung Pyramide wissen wir, dass es so komplett
offene Flächen gibt, ganz große offene Sandwüsten, ohne große Dünen, ohne irgendwelche Erhebungen. Das heißt, das könnte schon stimmen. Das heißt, wir laufen jetzt wirklich Richtung Pyramide? Ich will euch ja nicht langweilen hier. Aber ich habe mich echt komplett verlaufen. Immer und immer wieder. Die Ecke ist irgendwie wie das Bermuda-Dreieck da. Da finde ich mich überhaupt nicht zurecht. Und jetzt biege ich halt auch schon wieder ab, weil da hinten so eine Hyäne steht. Oder so eine Antilope oder sowas. Man lässt sich halt auch immer ablenken, ne? Wir versuchen geradeaus ungefähr ganz grob zu gehen. Muss ja nicht perfekt geradeaus sein. Wir wollen ja auch so ein bisschen was Neues entdecken. Nichts. Weit und breit nichts. Wir laufen mal oben auf den Dünen entlang, oder? Das ist schon mega spannend hier. Mega spannendes Nichts. Wir haben genug zu trinken dabei. Wir haben auch Kokosnüsse dabei. Also selbst wenn wir uns jetzt komplett verlaufen, da ist die kleine Oase, die wir gesucht haben. Hier waren wir schon mal ganz kurz. Da sind Hyänen. Boah, da sind 4 oder 5 Hyänen. Und da ist eine Kiste, ne? Oh, nee. Nicht gut. Das ist die Oase, die wir kennen. Hä? Dann sind wir vielleicht abgebogen und hier runtergekommen aus Versehen? Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Wir brauchen einen Kompass. Ohne Kompass bin ich hier komplett aufgeschmissen. Wir machen mal so ein paar von den Hyänen weg. Zum Beispiel die da. So. Dass ich mich hier so ein bisschen sicherer fühle. Weil jetzt kommen gleich noch die Würmer. Und dann wird es so ein bisschen gefährlich für uns. Ein bisschen unangenehm, ne? Seht ihr einen Wurm? Ich sehe nichts. Das ist halt cool hier, weil von hier aus sehen wir die Würmer echt früh, ne? Da sind Insekten. Pieks. Hier kann man weit gucken, das ist schön. Gib mal den Speer wieder her, ich brauche den für die Würmer. So. Ich sehe keinen Wurm. Da oben kommt er, okay. Diesmal ist es wieder ein einzelner Wurm. Vielleicht liegt es doch an den Oasen, weil das ist ja eine neue Oase, ne? Hier haben wir noch keine Würmer bekämpft, hier waren wir nur einmal kurz. Der kommt jetzt. Ansonsten ist nichts in der Gegend. Hier können wir uns dann wieder mit Bananen eindecken und so, dann haben wir wieder was zu essen. Hä? Ist der Wurm jetzt hinter der Düne da verschwunden? Ah, da ist er. Okay. 2 Würmer! Das sind doch mehr. Okay, wir gehen den mit Speeren an. Dann gibt er vielleicht früher auf. Gib auf! Aua! Okay, die hat aufgegeben. Gib mir die Speere her, dein Kollege kommt schon. Wir haben nur noch 4. Oh, abgeprallt. Pieks. Das war daneben. Wir machen mit Pfeilen weiter. Treffe ich eigentlich? Keine Ahnung. Wo gehen die Pfeile hin? Jetzt habe ich ihn. Mann, Mann, Mann. Das waren jetzt 2 Würmer. Ich glaube, da kommen immer mindestens 2 jetzt. Das werden nicht mehr. Weniger, das werden nur noch mehr. Hast du noch was für mich? Nee. Heieieiei. Gut. Haben die alle getroffen, die Pfeile? 20 Pfeile. Scheinbar haben die alle getroffen. Der hat die alle überlebt. Crazy. Jetzt haben wir richtig viel Wurmzeug. Wenn wir zu Hause sind, können wir uns so einen Wurmpanzer bauen, ne? Die Hose. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Gut, da liegt noch was. Das ist ein Speer. Jawohl. Wir haben einen Speer irgendwie verloren. Der ist irgendwie verloren gegangen. Ich weiß auch nicht. Die Speere machen wirklich mehr Schaden als die Pfeile. Aua, es wird heiß. Das ist doch unsere Kiste hier. Hier waren wir. Das muss diese Oase hier im Süden sein. Das heißt, wir müssen jetzt wieder so ein Stück hier hoch. Aber wie komme ich denn? Wir sind geradeaus hier lang gelaufen. Wie kommen wir denn da zu der Oase hin? Ich verstehe es nicht. Aber wir sind ein Stück rechts gegangen. Also das könnte theoretisch schon irgendwie passen. Ist nicht so einfach zu verstehen, aber okay. Was nehmen wir denn jetzt mit und was nicht? Also das essen wir mal. Eh schon wieder Hunger. Und dann nehmen wir Bananen mit, ne? Dass wir noch was zu essen haben, weil ich muss
Irgendwas muss ich zu essen mitnehmen. Nee, lass mich mal da in die Tasche ran. Können wir die Wurmsachen abladen? Okay, ich gehe mal so ein bisschen... Können wir uns überhaupt abkühlen? Ich sorge mal für so ein paar Bananen. Aber wir können uns ja nicht abkühlen, wir können nur trinken. Wir müssen dann wieder aufsteigen. Auf Carlos sollte das passen. Die Bananen nehmen wir vorher mit. Banane. Banüne. Und Banüne. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts Essbares, ne? Mücken, die kann man auch braten, glaube ich. Mückenburger oder so. So. Das lassen wir hier. Das Fleisch lassen wir auch mal hier. Oh, oh. Wir nehmen so ein bisschen Schaden gerade. Gut. Carlos, ich brauche dich. Hilf mir. Mir ist ein bisschen warm. So, jetzt geht es mir schon wieder besser. Gut. Jetzt ist die Frage, wie finden wir jetzt raus, wo wir sind und wo wir hinwollen? Da müsste ich wieder so einen Marker setzen, ne? Wir sind jetzt hier, wollen zur Pyramide. Welche Richtung mag das wohl sein? Wir starten einfach frei Schnauze, oder? Da sind wir doch hergekommen. Das heißt, wir starten mal so ein bisschen hier hoch. Meint ihr, das passt? Wir werden sehen. Wow, also ich glaube, wir sind richtig. Das da hinten, das könnte schon wieder irgendwo... Aber die Pyramide müsste ja dann links von uns sein. Da ist so ein Stein, ne, da hinten. Der ist super weit weg, aber das könnte der sein von unserem Start hier, von der Startlocation. Irgendwo hier in dem Bereich waren so Steine, ne? Oben auf den Dünen. Also wenn das Zeug oben auf den Dünen steht, dann sieht man das wirklich weit. Wir gehen mal so ein bisschen, wir biegen mal links ab. Wir wollen zurück zu unserer Heimatoase. Und ich glaube, die Richtung könnte jetzt tatsächlich stimmen. Wenn es der Stein ist, wo ich mal vermute, der das ist. Aber es gibt tatsächlich nur einen Stein, der auf so einer Düne oben drauf steht. Das muss der schon sein. Oder sind das... Der andere steht auch recht hoch, ne? Es gibt hier drüben irgendwo noch einen. Genau, den da. Aber ich glaube... Ich kenne den. Ich weiß, welcher das ist. Mann, habe ich mich heute verlaufen. Ich bin wirklich innerhalb von wenigen Kilometern komplett im Kreis gelaufen. Da ist die Pyramide. Okay. Also es gibt da sicherlich noch die ein oder andere Ecke zu entdecken. Ohne Kompass ist es einfach praktisch unmöglich, die Karte genau zu untersuchen. Also ich kriege das nicht auf die Reihe. Sagen wir mal so. Wir kommen jetzt gleich zu unserer Höhle hier irgendwo. Genau, die ist hier unten. Und dann sind wir praktisch wieder zu Hause. Das war super spannend. War jetzt mal ein richtig langer Ausflug. 2 Folgen lang durch die Gegend geritten. Ich denke, wir gucken dann auch langsam mal wieder in die Pyramide. Wir haben ja so ein bisschen Eisen gesammelt. Das heißt, wir müssten eigentlich in der Pyramide auch wieder weiterkommen. Da können wir uns dann so eine Brücke wieder reparieren, ne? Und dann können wir da wieder einen dieser Grabgänge abchecken. Und da müssen wir rausfinden, wie wir Sprengstoff herstellen. Das wissen wir auch noch nicht. Auf jeden Fall haben wir echt viele neue Locations gefunden. Die Map ist hier dann schon irgendwo zu Ende. Also wir sind hier nah an der Map-Grenze. Die Krokodiloase ist schon ziemlich nah dran. Also hier so ist das Ende eigentlich. Also ich glaube, dass es da nichts mehr zu sehen gibt. Ich bin da eigentlich auch die Grenze entlang gelaufen, ohne jemals in diese Ecke hier zu kommen. Also ich habe nie eine Ecke wirklich bewusst bemerkt. Keine Ahnung. Entweder sind die abgerundet oder ich weiß es nicht. Das ist so verwirrend eigentlich alles hier. Wir brauchen tatsächlich einen Kompass. Also ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal einen herstellen können, weil das wäre wirklich sowas von hilfreich. Man glaubt es nicht, ne? Aber diese offenen Dünenlandschaften. Und ich laufe ja auch immer mal wieder auf irgendeine Düne hoch, um wieder Aussicht zu haben und so ein bisschen zu sehen, wo ich überhaupt bin. Und in dem Moment habe ich mich dann schon wieder verlaufen. Die Ruine kennen wir. Also die Ecke hier kenne ich relativ gut, da kann ich mich eigentlich nicht verlaufen. Da ist unser Zuhause. Heieiei. Super spannend, stimmt's, Carlos? Das war mal ein richtig spannender Ausflug. Wir haben bis jetzt noch keine Kokosnüsse gebraucht. Also es gibt genug Oasen, wo wir immer wieder auftanken können. Das ist alles easy. Ich habe mal hin und wieder aus dem Wasserschlauch getrunken, aber sonst alles easy. Den Wasserschlauch sollte man trotzdem immer dabei haben. Wenn man sich so ein bisschen verläuft, so wie ich heute, dann ist es sonst schnell vorbei. Hey, was macht ihr denn hier? Tschüssi. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind wieder zu Hause. Der Dünger wartet auf uns. Sehr gut. Carlos, freust du dich? Noch mehr Dünger. Danke, Carlos.
Die Mangos sind wieder reif, das heißt, hier können wir wieder so ein bisschen ernten. Super lecker. Auch die Dinger hier, die Yuccas, stehen schon wieder. Unsere Tonvorkommen sind wieder da. Also hier können wir wieder richtig durchstarten. Nice. Und ich habe hier immer noch keinen Hundertfüßler gesehen. Deswegen fühle ich mich hier besonders sicher und zu Hause. Das ist echt meine Lieblingsoase, auch wenn sie sehr klein ist. Aber es gibt mega viel Ton. Es gibt viel zu essen. Es gibt immer viele Tiere, witzigerweise. Es gibt so ein paar Wüsten-Mangos da. Wie heißen die? Wüstenmelonen? Wüstenfrüchte? Es gibt keine Skorpione, keine Krokodile. Das ist schon echt cool hier. Viel Dünger durch die ganzen Tiere. Wir haben so ein bisschen Canapas, also Hanfpflanzen. Alles, was das Herz begehrt. Nur Metall eigentlich. Metall ist das Einzige, was hier fehlt, ne? Da ist noch mehr Dünger. Mann. Wir haben ja jetzt auch Mango-Seeds. Das heißt, wir könnten hier mal so eine Mango anpflanzen. Ich glaube, das machen wir auch, einfach weil das ziemlich cool ist. Wir packen hier mal so einen Mango-Samen rein. Die sind... Wo sind die denn? Oh, oh. Habe ich die vergessen? Wir hatten doch Mango-Samen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich glaube, wir haben sie zurückgelassen. Also es gibt auf jeden Fall Mango-Samen. Wir hatten auch zwei davon. Aber ich habe die vielleicht doch in irgendeiner Kiste gelassen, ne? Wir müssen die Oasen nochmal ablaufen und alles holen. Ich habe auf jeden Fall die Wurmpanzer mitgenommen und das könnten wir noch fix machen, dass wir uns mal so ein... Moment, ich muss erstmal Inventar leeren. Dass wir uns so einen Panzer herstellen, so eine Panzerhose. Die Bananen können auch hier rein. Mann, haben wir viele Bananen. Und Mangos. Voll gut. Jetzt brauchen wir diese ganzen Wurmsachen. Die sind alle hier. Gib mal her, die Wurmsachen. Die Köpfe brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die Panzerplatten und so. Und für die Hose, für diesen Beinschutz, brauchen wir 3 Schwänze. Uns fehlt noch ein Schwanz. Ich glaub's nicht. Wir müssen noch einen Wurm zerlegen, der einen Schwanz hat. Nicht alle Würmer haben Schwänze. Okay, darauf warten wir dann noch. Super gut. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal gut sein für heute. Die Sonne steht schon wieder sehr tief. Ich muss mich dringend wieder hier so ein bisschen versorgen. Wir müssen wieder ein bisschen Fleisch braten und so weiter. Das ganze Zeug einsortieren. Lehmziegel herstellen. Da können wir eigentlich direkt mal loslegen. Hier gibt es immer viel zu tun. Da unten muss es rein. Dann packen wir hier das Tonerz rein. Nehmen wir gleich noch so ein Stack hier raus. Wir haben ja genug. Und dann stellen wir mal ordentlich, brennen wir mal ordentlich Ziegel. Das nehmen wir raus. Metall, sehr schön. Das wird hier eingelagert. Und dann bereiten wir uns mal auf so eine Pyramidenexpedition vor, oder? Was meint ihr? Für heute war es das erstmal aus der Welt von Star Sand. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.